Habt ihr schon mal was von Schlossgespenstern gehört? Sicher. Natürlich weiß man, dass es keine Gespenster gibt, und selbst der Pumuckl hält sie für ein glattes Märchen. Aber es gibt alte, etwas versponnene Leute, die behaupten steif und fest, dass es Schlossgespenster gibt. Jakob, der alte Diener der Gräfin zur Linden, gehört zu diesen Leuten. Aber wahrscheinlich glaubt er deshalb daran, weil er lange auf dem etwas düsteren gräflichen Schloss gelebt hat und es in dem alten Gemäuer eben mal immer irgendwo raschelt und knistert und knarzt. Seit ein paar Jahren aber ist die Gräfin in ihre Stadtwohnung gezogen, die mit wunderschönen alten Möbeln eingerichtet ist. Eines Tages fuhr der gräfliche Wagen vor Meister Eders Werkstatt vor, und der Chauffeur und der Diener Jakob luden vorsichtig eine kleine Kommode aus und brachten sie zu Meister Eder. Und der gräfliche Diener Jakob sagte ehrfürchtig: 16. Jahrhundert. Ein Stück aus unserem Schloss, Herr Eder. Die Frau Gräfin lässt Sie bitten, die etwas beschädigten Intarsien wieder zu ergänzen, Herr Eder. Ja. Wissen Sie, die Feuchtigkeit auf unserem Schloss ist sehr groß. Ja, ja, das ist ein bisschen aufgezogen. Das kriegen wir schon wieder hin. Aber rechte Distelarbeit, das ist schon... Erlassen Sie es halt da. Das Stück soll jetzt in der Stadtwohnung stehen, Herr Eder. Da kommt es mehr zur Geltung, sagt Frau Gräfin. Ja, da hat es auch recht. Frau Gräfin möchte es aber nicht zu lange bei Ihnen herumstehen lassen. Es ist sehr wertvoll und die Gefahr... Ja, mir ist es auch lieber, wenn ich es wieder draußen habe. Sie können es übermorgen abholen. Oh, das ist sehr schön. Frau Gräfin wird Ihnen sehr zu Dank verpflichtet sein, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen. Und sagen Sie der Frau Gräfin einen schönen Gruß. Dankeschön, Herr Eder. Und ich werde Ihren Gruß der Frau Gräfin übermitteln. Ich möchte mich auch nicht länger herumstehen wissen und wäre Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie auch von mir einen Gruß an die Frau Gräfin übermitteln möchten. Ich bin nämlich auch aus dem 16. Jahrhundert und meine Innereien leiden unter dieser Feuchtigkeit. Ja, ja, du hast aber gut aufgepasst. Ja, was ist das eigentlich da in Asien? Oder wie, nein, in Tarsien. Weißt du, das ist ja Einlegearbeit. Ja, wie die Gurken so. Na, schau, das Muster, das da im Holz drin ist, das hat vor ein paar hundert Jahren ein Schreiner handgeschnitzt und eingelegt. Ui. Schön, gell? Ui, das ist sehr schön. Aber du legst nie was in das Holz rein, oder? Nein, heutzutage ist man davon abgekommen. Ja. Aber die Frau Gräfin hat viel so alte Sachen. Da, das Staunen, wenn du das sehen könntest. An der Wand hängen lauter alte Uhren, die ticken durcheinander. Ui. Und an der einen Wand sind alte Schwerter aufgehängt. Ja. Alle von den gräflichen Ahnen. Ja, sogar eine echte Ritterrüstung steht in der Ecke. Eine Ritterrüstung. Ein Urgroßvater von der Frau Gräfin wirklich getragen hat. Ja, und sagt, du, ganz viele Uhren. Ja, große und kleine. Ja. Die einen ticken ganz hell und die anderen ganz tief. Und bei einer, da tanzt alle Stunde ein Mandel oben rum zum Glockenspiel. Und das muss aber schön sein. Und der macht immer so Tanz. Und die Schwerter, die klirren die auch? Ja, von allein nicht jedenfalls. Ja, aber die müsste man ja dann vielleicht mal zum Klirren bringen. Ja, du brächtest sie schon zum Klirren. Ja. Wenn du das so runterschmeißen tätst, nicht? Oh, das muss ja noch viel schöner sein. Und was ist das, Ritterrüstung. Ritterrüstung. Ja, das ist ein Gewand aus Eisen. Ja. Das glänzt wie Silber. Oh. Und auf dem Helm ist ein roter Federbuschen. Ja. Muss nicht bequem gewesen sein, so ein Gewand. Aber wahrscheinlich ist alles bloß Gewohnheit. Auch so ein Gewand aus Eisen haben oder aus Silber vielleicht. Und machst du mir vielleicht so ein Gewand? Na, du, für Schmiedearbeiten bin ich nicht zuständig. Ja, und das zieht der Mann an, der das Kästchen gebracht hat, oder? Vielleicht spricht er deshalb so fein, weil er immer zu Hause die Rüstung anzieht. Ach, woher? Das ist der Diener von der Frau Gräfin. Ah, und die Frau Gräfin, die zieht das auch nicht an? Nein, die Frau Gräfin ist eine Frau wie alle anderen auch. Eine sehr nette Frau sogar. Ach so, dann steht die Rüstung einfach nur so herum, weil es eben ein Gewand ist, das man nicht aufhängen kann. Ja, na ja, vielleicht. Weißt du was, das will ich mir anschauen. Die Uhren und die Schwerter und die Rüstung. Und weißt du, wenn du die Kommode zurückbringst, dann gehe ich mit. Ja, das ging mir gerade noch ab. Nein. Du tätst in der gräflichen Wohnung allerhand Unsinn anrichten. Nein, lieber nicht. Doch, doch,
doch lieber schon. Außerdem bringe ich die Kommode nicht hin, sondern die wird wieder abgeholt. Ja, und dann werde ich eben mit abgeholt. Du untersteh dich. Ich will der Frau Gräfin keinen Ärger machen und du bleibst da, verstanden? Ja, verstanden habe ich es schon. Mein Einverständnis zum Verstehen kann ich dir aber leider nicht übermitteln. Ich glaube nämlich, dass Kobolde in gräflichen Gemächern aufs Gemächlichste hinpassen. Nein, also das glaube ich nicht. Und da braucht man heute gar nicht streiten. Bis übermorgen ist noch viel Zeit. Es war leider nicht genug Zeit, um den Kobold die Erzählung von den gräflichen Herrlichkeiten vergessen zu lassen. Als die Kommode abgeholt wurde, ließ sich der Pumuckl tatsächlich mit abholen. Die Stadtwohnung derer von Zur Linden war geradezu ein Paradies für Kobolde. Schon allein der Kristalllüster mit den vielen glitzernden, geschliffenen Glasstückchen war ein Erlebnis. Mit einem Satz sprang der Pumuckl hinauf. Wie das klirrte. Oh, 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 das ist ja eine klingelnde, singelnde Schaukel. Schön durcheinander klimpern, so. ja, das ist wie Musik, wie Koboldsmusik. Hey, du da, hey, steh nicht so dumm da, du Silbermann, sonst klettere ich in dich hinein. Ist gar nicht wahr, ich mag gar nicht reinklettern, es ist nämlich viel zu dunkel da drin. Ich gehe lieber zu den Schwertern. Schwerter sind nämlich ein sehr hübsches... Ui, da sind sie ja. Die sind schön. Das wäre was für den Meister Eder zum Wurst runterschneiden. Ob die runterfallen, wenn man an dem Nagel da herumnackelt? Mal probieren. Oh, ruck, oh, ruck, oh. Jakob, waren Sie das? Hallo, Jakob! Frau Gräfin wünschen? Oh, da liegen ja zwei von den Schwertern auf dem Boden. Darum habe ich ja eben nach Ihnen gerufen. Ich dachte, Sie wären die da. Die Schwerter sind, Frau Gräfin, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Aber Jakob, wenn was runterfällt, geht es immer mit rechten Dingen zu. Waren eben schlecht aufgehängt. Mit Verlaub, Frau Gräfin, Sie waren von mir eigenhändig aufgehängt. Und wenn ich etwas aufhänge, hängt es gut. Das kann schon sein. Aber sehen Sie doch, da, der Nagel ist aus der Wand ausgebrochen. Obwohl kein Mensch im Zimmer war? Oh, erlauben Sie, Frau Gräfin, aber mir schaudert. Machen Sie doch kein Gesicht, als hätten Sie es mit Gespenstern zu tun. Ich bitte, ein solches Gesicht machen zu dürfen. Denn wir haben es mit Gespenstern zu tun. Von mir aus, wenn sie es glücklich macht. Aber lassen Sie den Nagel eindübeln. Ne? Vielleicht ist Ihr Gespenst so nett und hilft Ihnen dabei. Nicht spotten, Frau Gräfin. Bitte nicht spotten. Hören Sie doch bitte mit den Geschichten auf, mit denen Sie uns schon als Kinder auf Schloss Althausen geängstigt haben. Ich bin über das Alter hinaus. Außerdem, wir sind hier in der Stadt. Ich habe noch nie etwas von Stadtgespenstern gehört. Aber... Frau Gräfin haben etliche Möbel vom Schloss kommen lassen und in den... Und da war ein Gespenst versehentlich mit eingepackt. Unsinn. Ich gebe zu, Frau Gräfin. Und genug, Jakob, ja? Bringen Sie das bitte wieder in Ordnung. Wie Frau Gräfin wünschen. Der Nagel wurde eingedübelt. Der Pumuckl verhielt sich ruhig. Erst als er wieder allein im Zimmer war, setzte er seine Entdeckungsreise fort. Der Meister Eder hatte doch von Uhren gesprochen, von kleinen und großen. Wo waren die? Er entdeckte sie im übernächsten Zimmer. Ist das ein Geticke und ein Geschwinge? Die kleine Uhr da, wie die schnell hin und her wedelt. Da muss ich ja lachen. Warum läufst du so schnell? Komm, lass dir doch Zeit, sonst geht dir der Tag so schnell vorbei. Nimm dir ein Beispiel an der großen Uhr da. Schau mal, da. Was, du kleines Ding, du willst nicht folgen? Warte, du, ich stell dir ein Bein und dann stolperst du und dann hört die Rennerei auf. Jawohl. So, jetzt stehst du still zur Strafe. Jawohl. Doch mal sehen, ob ich... Ui, das sind ja noch andere, die ganz genauso rennen. Das ist aber höchst ungemütlich. Ich werde euch alle anhalten, verstanden? So, zuerst dich, so, und dann
Nur die großen langsamen, die dürften noch ticken. So ist es gut. Ja. So ist es eine Wohltat. Oh, ui, 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 der Gespenster Jakob kommt. Ich bin gespannt, was der jetzt sagt, wenn die kleinen Uhren alle ganz still stehen. Ui, ui, ui. Frau Gräfin, Frau Gräfin, oh, oh, Herr des Himmels, Frau Gräfin. Was ist denn, oh, Jakob? Oh, Frau Gräfin, die Uhren stehen. Mich schaudert's, Frau Gräfin. Aber Jakob, Sie haben gestern vergessen, die Uhren aufzuziehen. Das ist alles. Mit Verlaub, Frau Gräfin, ich habe sie aufgezogen. Ja, die Großen, die gehen ja auch noch. Die Kleinen stehen, weil sie eben schneller ablaufen. Die Kleinen stehen, weil sie angehalten wurden, Frau Gräfin, von Geisterhand. Ich mutmaße, wenn Sie gestatten, Frau Gräfin, dass Ihr bereits auf Schloss Althaus stets tätiger Urahn Ägidius uns hier heimzusuchen beliebt. Das liebe Gespenst Ägidius. Sie werden alt, Jakob. Sie fangen an, die Märchen zu glauben, die Sie selber erfunden haben. Die Uhren sind alle zur gleichen Stunde stehen geblieben, Frau Gräfin. Aber Jakob, Sie wissen doch, dass diese kleinen Uhren bei der leisesten Erschütterung schon stehen bleiben. Ich möchte nicht durch Widerspruch Frau Gräfins Unwillen erregen, aber Sie müssen mir gestatten, dass ich mir meine eigenen Gedanken mache. Und diese Gedanken, Frau Gräfin, machen mich schaudern. Bitte schön, das ist Ihr Privatvergnügen. Mich schaudert's kein bisschen. Oh, sehr wohl, Frau Gräfin. Ihr könnt euch denken, mit welchem Vergnügen der Kobold das Gespräch angehört hat. Er als Schlossgespenst Ägidius, das war der größte Spaß, den er sich vorstellen konnte. Der Meister Eder aber hatte bald nach dem Abtransport der Kommode entdeckt, dass sein Kobold verschwunden war. Sein erster Gedanke war natürlich, dass der Pumuckl seinen Vorsatz wahrgemacht hatte und mitgefahren war. Kurz entschlossen klemmte er sich einen Hobel unter den Arm und machte sich auf den Weg zur gräflichen Wohnung. Er kam dort kurz nach der Uhrengeschichte an.